Rechtsgutachten bestätigt. Rahmenvertrag Schweiz, EU, ist ein Knechtschaftsvertrag. Die Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union EU sind äußerst eng und gründen auf ein Vertragsnetz, das aus rund 20 zentralen, bilateralen, also zweiseitigen Abkommen sowie über 100 weiteren Abkommen besteht. Seit 2014 stehen die Schweiz und die EU in Verhandlungen über ein Rahmenabkommen zu institutionellen Fragen. Mit diesem sollen die Möglichkeit einer dynamischen Anpassung der bilateralen Marktzugangsabkommen sowie ein Streitschlichtungsmechanismus eingeführt werden. Am 7. Dezember 2018 veröffentlichte der Bundesrat das Verhandlungsresultat. Nach Ansicht der EU seien die Verhandlungen abgeschlossen und der Ball läge jetzt bei den Schweizern, das Vertragswerk zu unterzeichnen. Vor einer allfälligen Unterzeichnung will der Bundesrat noch die Meinung der Kantone, Verbände und des Parlaments einholen. Die Wirtschaftskommission des Nationalrats, kurz WAK, hat in Anbetracht der unklaren Haltung des Bundesrats am 29. Januar 2019 beschlossen, zwei Gutachten in Auftrag zu geben. Darin soll ein zentraler Punkt von kritischer Warte aus beleuchtet werden. Die Gutachten sollen den Ermessungsspielraum aufzeigen, den ein Schiedsgericht in einem Streitbeilegungsverfahren zwischen der EU und der Schweiz hat. Eines der Rechtsgutachten wurde vom ehemaligen Präsidenten des Gerichtshofes der Europäischen Freihandelsvereinigung, kurz EFTA, Karl Baudenbacher, verfasst. Ihm wurde dafür ein Honorar in Aussicht gestellt und nachdem sein Gutachten fertiggestellt war, erfuhr er aus der Tagespresse, dass er mit 40% Reduzierung auf sein Honorar gestraft wurde. In einem Mail an den Präsidenten der Wirtschaftskommission schrieb Baudenbacher: Schon die ursprünglich genannte Summe lag weit unter Marktansätzen. Angesichts der Dringlichkeit habe ich mein 48-seitiges Gutachten in Tag- und Nachtarbeit so schnell wie möglich verfasst. Dabei kam mir natürlich zustatten, dass internationale Streitentscheidungen seit Jahrzehnten eines meiner Hauptgebiete ist, theoretisch und praktisch. Der Umfang war deshalb geboten, weil der Bundesrat seit 2013 im Europadossier nicht objektiv informiert. Hier wird offensichtlich ein interner Konflikt Ihrer Kommission auf dem Rücken externer Experten ausgetragen. Ich muss annehmen, dass einem Teil Ihrer Mitglieder der Inhalt meiner Ausführungen nicht passt. Das mir angebotene Honorar steht in keinem Verhältnis zu meiner Leistung und meinem Ansehen. Ich kann es daher nicht annehmen, sondern schenke dem Bund mein Gutachten. Da der Beschluss der Verwaltungsdelegation den Medien zugestellt wurde, werde ich diese E-Mail ebenfalls öffentlich machen. Mit freundlichen Grüßen, Karl Baudenbacher. Offensichtlich hat Baudenbacher mit seinem Gutachten eine oder mehrere Wunden im Rahmenabkommen gefunden, die so gar nicht ins Bild der Befürworter passen wollen. Das Komitee gegen den schleichenden EU-Beitritt, EU-No, hat in seinem Newsletter vom 14. Februar 2019 über das Gutachten von Baudenbacher berichtet. Hören Sie nun einige Auszüge daraus. Gutachten bestätigt. Rahmenvertrag ist ein Knechtschaftsvertrag. In diesem Papier von Professor Dr. Karl Baudenbacher wird gemäß Medienberichten wegen der starken Stellung des EU-Gerichtshofes EuGH im nun vorliegenden institutionellen Rahmenabkommen von einer sogenannten Vasallisierung gesprochen. Eine Vasallisierung ist eine Verknechtung oder Unterjochung. Solch klare Worte für diese institutionelle Einbindung als Knechtschaft gilt es ernst zu nehmen. Das im Rahmenabkommen als Alternative zu den fremden EuGH-Richtern vorgesehene und von den Befürwortern des Abkommens gepriesene Schiedsgericht hat kein Ermessen, keinen Entscheidungsspielraum, so Baudenbacher. Das Schiedsgericht untersteht quasi dem EU-Gerichtshof EuGH. Damit einhergehend würde sich die Schweiz dem Gericht der Gegenpartei, dem die Unparteilichkeit fehlt, unterwerfen. Das wäre, wie wenn ein Schiedsrichterteam bei einem Fußballmatch von der gegnerischen Mannschaft gestellt würde. In den öffentlichen Anhörungen der Außenpolitischen Kommission des Nationalrates hat Baudenbacher ebenfalls bestätigt, dass das Schiedsgericht keinen Spielraum habe. Das Schiedsgericht ist ein Feigenblatt. Das vom Bundesrat als Zugeständnis der EU gelobte Schiedsgericht sieht Baudenbacher als wertlos an. Es kann nicht als Entgegenkommen und schon gar nicht als Kompromiss gewertet werden. Mit dem Rahmenabkommen schwäche die Schweiz überdies ihre Position bei künftigen Verhandlungen.
Bei der öffentlichen Expertenanhörung in der Außenpolitischen Kommission wurde dann auch explizit von einer engeren Bindung an die EU infolge der Rechtsübernahme und der dominanten Stellung des EuGH gesprochen. Mit diesem Gutachten bestätigt Baudenbacher die Befürchtungen der Kritiker des institutionellen Rahmenabkommens. Diese warnen seit Jahren davor, dieses Abkommen mit der EU abzuschließen, weil es das Ende der direkten Demokratie in der Schweiz bedeuten würde. Das Juncker-Prinzip verliert seine Kraft. Jean-Claude Juncker, Luxemburgs Ministerpräsident und bis Ende des Jahres 2012 Chef der EU-Länder, sagte bereits im Jahre 1999: Wir beschließen etwas, stellen es dann in den Raum und warten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn es dann kein Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Wenn man solche Worte von einem Führungspolitiker hört, muss man sich ernsthaft fragen, welche Ziele unsere Politiker eigentlich anstreben. Vom Wohl für das Volk ist hier nichts mehr zu spüren, sondern vielmehr das Gegenteil. Denn wenn das, was sie beschließen, eigentlich Geschrei und Aufstände hervorrufen müsste, können es ja keine Beschlüsse für das Volk sein, sondern solche, die ihm, sprich uns, hinterhältig in den Rücken fallen. Doch damit ist jetzt Schluss, denn wir klären sie auf. Im Januar letzten Jahres ließ Attali die Katze aus dem Sack. In einer Rede über die Euro-Krise sagte er, die Krise sei nicht nur vorhersehbar gewesen, man habe sie sogar bewusst geplant, um eine starke europäische Haushaltsföderation zu schaffen. Alle diejenigen, die wie ich das Privileg hatten, bei der Abfassung der ersten Version des Maastrichter Vertrages die Feder zu führen, taten alles, um sicherzustellen, dass ein Austritt unmöglich wäre. Wir haben einen Artikel, der einem Mitgliedstaat den Austritt erlaubt, absichtlich vergessen. Das war nicht sehr demokratisch, doch es war eine große Garantie dafür, die Dinge schwieriger zu machen, damit wir gezwungen wären, weiter voranzuschreiten. Giuliano Amato, ehemals Vizepräsident des sogenannten Europäischen Konvents, der die europäische Verfassung ausarbeitete, gab in einem Interview einen Einblick darin, auf welchem Gedankengut die EU in ihrer heutigen Form ruht. Die europäische Verfassung, wir erinnern uns, wurde in freien Wahlen sowohl in Frankreich als auch in Holland abgelehnt. Man wollte nun die Zustimmung des Volkes umgehen, also wurde der Vertrag von Lissabon geschaffen, über den nicht mehr die Bevölkerung, sondern nur noch die Parlamente abstimmen durften, außer in Irland. Aber die Iren ließ man so lange abstimmen, bis sie, aus der Sicht der Amatos und Attalis, die richtige Entscheidung trafen. In einem Interview mit La Stampa am 12. Juli 2000 erklärte Amato: Deshalb ziehe ich es vor, langsam vorzugehen und die Souveränität Stück für Stück zu zerbrechen und dabei plötzliche Übergänge von den nationalen zu Befugnissen des Bundes zu vermeiden. Und warum sollen wir nicht in die Zeit vor Hobbes zurückgehen? Das Mittelalter hatte eine viel reichere Humanität und eine Diversität der Identität, die ein Vorbild sein kann. Das Mittelalter ist schön. Heute wie damals treten in unserer Gesellschaft wieder Nomaden auf. Heute wie damals gibt es Mächte ohne Territorium. Ohne Souveränitäten werden wir keinen Totalitarismus haben. Demokratie braucht keinen Souverän. Wie schön dieses neue Mittelalter sein kann, in dem es keinen souveränen Nationalstaat mehr gibt, der das Gemeinwohl verteidigen könnte, das erleben gerade Griechen, Italiener, Spanier und Portugiesen, deren Lebenserwartung angesichts der Kürzungen im sozialen Bereich auch bald wieder bei der des Mittelalters angelangt sein dürfte. Und erinnern wir uns auch, was der luxemburgische Premier und Finanzminister Jean-Claude Juncker, bisheriger Chef der sogenannten Eurogruppe der Finanzminister, bereits 1999 in einem Spiegel-Interview verriet. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Ein weiterer sehr wichtiger Wegbereiter der heutigen EU ist Robert Cooper, inzwischen Top-Berater von Lady Catherine Ashton, der sogenannten Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik.
Einigen Zuschauern wird Coopers Ideologie schon bekannt sein, denn er war hochrangiger Berater für Großbritanniens Ex-Premier Tony Blair. Für die Politik der präventiven Kriegsführung, die Blair mit Hilfe gefälschter Gefahrenmeldungen 2003 gegen Irak einsetzte und die jetzt gegen Syrien und Iran angewandt wird, hat Cooper eine Vorreiterrolle gespielt. Cooper schreibt in seinem Buch, für das er 2004 mit dem Orwell-Preis geehrt wurde, welche Gestalt und welchen Zweck die EU heute haben soll. Die weitreichendste Form imperialer Ausdehnung ist die der Europäischen Union. Die postmoderne europäische Antwort auf Bedrohungen besteht darin, das System eines kooperativen Imperiums immer weiter auszudehnen. Beim Umgang mit der altmodischen Sorte von Staaten außerhalb der postmodernen Grenzen müssen sich die Europäer auf die raueren Methoden früherer Zeiten zurückbesinnen. Gewalt, präemptive Angriffe, Täuschung, was immer auch für diejenigen notwendig ist, die noch in der Welt des 19. Jahrhunderts gefangen sind, wo jeder Staat für sich existierte. Im Dschungel muss man sich an die Gesetze des Dschungels halten. Nicht das gut organisierte Persische Reich brachte den Fall Roms, sondern die Barbaren. Selbstverständlich ist Cooper von der monetaristischen Zwangsjacke für die Wirtschaft Kontinentaleuropas ganz begeistert. Es fällt auf, dass die monetäre Integration in der EU genau dadurch erreicht wurde, dass die Geldpolitik den Politikern aus den Händen genommen und den Technokraten übergeben wurde. Maßgebliche Autoren der heutigen Europäischen Union zeigen uns also, dass dem Euro ein imperiales und auf das Mittelalter ausgerichtetes Konstrukt zugrunde liegt. Ein Imperium, das sich immer weiter ausdehnt und die rückständigen Nationalstaaten mit raueren Methoden in die Knie zwingt. Das ist das alte Konzept der Geopolitik, aus dem alle Kriege der letzten Jahrhunderte hervorgingen. Man wusste, dass der Euro von Anfang an nicht funktionieren würde, damit man später unter dem Vorwand des Notstands die gewählten Regierungen dazu zwingen könnte, der Machtergreifung der EU-Bürokratie und der Finanzoligarchie zuzustimmen. Der europäische Stabilitätsmechanismus ist daher eine logische Weiterführung dieser Vorstellung. Nichts liegt ferner als die Idee, der ESM sei ein gut gemeinter Versuch, die Finanzkrise zu lösen. Nur wer die Geschichte nicht kennt, kann auf die Propaganda reinfallen, diese EU sei modern, demokratisch, friedlich. Diese EU ist nicht Europa. Wir brauchen wieder das Europa von Platon und Sokrates, Schiller und Beethoven, von Rembrandt und Huygens, Shakespeare und Shelley, von Goya und Cervantes, Dante und Leonardo, von Rabelais und Carnot, Swift und Leibniz. Vor diesem Hintergrund europäischen humanistischen Geistes liegen die Lösungen nahe. Fiktive Schulden aus der Finanzkrise werden nicht mehr mit Menschenleben bezahlt. Ein Trennbankensystem bankrottiert die Spekulanten und schützt Kredite und Einlagen, die mit der Realität zu tun haben. Mit einem Kreditsystem nach dem Vorbild Alexander Hamiltons schaffen wir produktiven Staatskredit. Europa kann mit den großen Aufbauprogrammen, wie sie in der Eurasischen Landbrücke verkörpert sind, wieder seiner humanistischen Tradition gerecht werden. Und erst damit kann wahre Solidarität unter den Nationen Europas bestehen. Imperielle Arroganz hat das Widerstandspotenzial der Bevölkerung schon immer falsch eingeschätzt. Napoleon wollte einst mit aufgeblähtem, überheblichem Ego ein europäisches Empire schaffen. Seine Grande Armee hatte fast ganz Europa in ein Reich verwandelt. Er wollte nur noch seinen eigenen Bruder auf den spanischen Thron setzen und scheiterte am Willen des spanischen Volkes. Er zog die Bilanz. Ich habe mich mit der spanischen Affäre schwer vertan, ich gestehe es. Die Unmoral war zu offensichtlich, die Ungerechtigkeit zu zynisch.